Hier seht ihr den Microsoft Game Controller Sidewinder Precision Pro oder sowas in der Art. Und der ist deswegen etwas ganz Besonderes, weil er zum einen keine mechanischen Teile enthält, zumindest nicht als Sensoren, sondern ein optisches Sensorensystem. Und zum anderen spricht er ein digitales Protokoll, das man ganz prima mit einem Mikrocontroller auswerten kann. Mehr dazu findet ihr auf der GitHub-Page des Source Codes. Link unter diesem Video. Nebenan auf dem Breadboard habe ich ein Atmega, so ein Atmega-Board aufgebaut. Das ist viel zu groß. Man bräuchte eigentlich was viel Kleineres oder sagen wir mal so, was Kleineres würde es auch tun. Und das spricht mit dem Code, den ihr in dem GitHub-Repo seht, mit dem Game Controller. Zusätzlich sind da zwei Servos angeschlossen in der linken Bildhälfte, die über so ein PWM-Modul von dem Atmega gesteuert werden. Wenn ich jetzt den Strom einschalte, alles läuft läuft mit 5 Volt, dann kann man schön sehen, ich versuche es mal beides in den Screen zu kriegen, wie über das Steuern des Game Controllers die Servos gesteuert werden. Im Hintergrund passiert eine ganze Menge. Ihr seht die gelbe LED hier vorne, die blinkt jedes Mal, wenn ein neues Reading von dem Game Controller geholt wird. In dem Fall sind es 200 Hertz, also 200 Mal pro Sekunde. Die Servos werden viel langsamer angesteuert, nur mit 50 Hertz, aber das macht ansonsten nichts, weil man kann ja auch eine ganze Menge andere Dinge mit ansteuern. Beispielsweise die LED auf dem Board, die wird über die Feuertaste des Game Controllers gesteuert, hier auf der Rückseite. Und man kann sich vorstellen, dass alle Knöpfe und alle Regler, also dieser Game Controller, der hat 4 Degrees of Freedom, 3 am Hebel und ein viertes über das Rad, dass man die alle auswerten kann und damit jede Menge Dinge steuern kann. Ein bisschen, man sieht es schlecht, im Hintergrund die LED beispielsweise, deren Helligkeit wird über das Rad geregelt. So, das ist nur mal ein Beispielaufbau, wie man eine Menge Dinge steuern kann damit. Später plane ich über eine 2,4 GHz Funkeinrichtung einen Quadrocopter mit diesem Game Controller zu fliegen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie damit jede Menge Möglichkeiten in der Steuerung existieren. Falls euch das Projekt interessiert und ihr gern mal gucken wollt, wie das funktioniert, schaut euch den Code an. Ich habe eine relativ ausführliche Dokumentation geschrieben mit Screenshots über das Protokoll und Oszilloskop-Auszüge und Code und alles Mögliche. Und wenn das alles nicht reicht, schreibt ihr mir eine Mail und fragt nach. Alles auf den GitHub-Seiten, Link unter diesem Video. Ich danke euch, wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.